Wir sind zusammengekommen im Namen Gottes, des Vaters, der uns als Schöpfer das Leben schenkt, im Namen des Sohnes, der uns als Herr und Erlöser zu sich ruft, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns als Tröster neuen Mut und neue Kraft schenkt. Amen. Willkommen, liebe Gemeinde, zum heutigen Predigtgottesdienst. Wie meine Pfarrkollegin Madeleine sagen würde, bei einem Predigtwetter hier in der Kirche. Es freut mich, heute mit euch zusammen Gott als unseren Herrn anzubeten, mit Liedern und zusammen auf sein Wort zu hören, damit wir gestärkt und ermutigt in die neue Woche gehen können. Ich begrüße auch alle Gäste, die per Livestream zuschauen, auch im Altersheim Adelboden. Und der Wochenspruch für die neue Woche steht im Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Ja, zusammen wollen wir diesen Gott loben und uns jetzt auch zu ihm wenden im Gebet. Großer Gott, hier sind wir, weil du uns gerufen hast. Wir danken dir, dass du für uns bist, dass du mit uns bist. Du bist mit uns in den schönen und schweren Stunden. Lass uns deine Gegenwart immer wieder neu spüren. Erfülle uns mit deinem Geist und bewirke in uns, dass wir dir immer mehr vertrauen und dich von ganzem Herzen anbeten können. Wir bitten dich, dass du heute Morgen ganz neu zu uns sprichst und dich uns offenbarst. Das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Wir singen zusammen das Lied »Du großer Gott«. Das ist nicht im Gesangbuch, aber hier vorne auf der Leinwand. Thank you.
Wir lesen zusammen den Wochenpsalm, Psalm 95, Verse 1 bis 8b. Der Text seht ihr hier vorne auf der Leinwand. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn froh. Nun singen wir das Lied im Gesangbuch Gott ist gegenwärtig. Ihr findet es unter der Nummer 162 im Gesangbuch. Wir singen die ungeraden Strophen, also 1, 3, 5 und 7. Nummer 162, Strophen 1, 3, 5 und 7. Thank you.
Ich lese aus der Heiligen Schrift, aus dem Prophet Jesaja, Kapitel 40, Verse 1 bis 8. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu, sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende, eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen, jetzt ist alles beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Ich hörte eine Stimme sagen, rede zu deinem Volk. Was soll ich denn sagen, fragte ich. Alle Menschen sind vergänglich wie das Gras. Auch wenn sie noch so gerecht und treu sind, es ergeht ihnen nicht anders als den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen glühenden Atem darüber wehen lässt. Ja, wie Gras ist das Volk. Da sagte die Stimme, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Das Wort Gottes. Vor der Predigt singen wir zusammen das Lied unter der Nummer 57, Strophen 1 bis 6. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Lied 57, Strophen 1 bis 6. Wer mag, kann dazu aufstehen.
Liebe Gemeinde, in der heutigen Predigt fahre ich weiter mit der Serie über die verschiedenen Namen Gottes in der Bibel. Nach der Einführungspredigt am 12. Februar predigte ich am 26. Februar über den ersten Namen Gottes in der Bibel, nämlich Elohim. Ich sage das, damit diejenigen, die es interessiert und die Predigten verpasst haben, die Aufzeichnungen auf unserem YouTube-Kanal nachhören können. Bei der ersten Predigt versuchte ich aufzuzeigen, warum es so wichtig ist, dass der Gott der Bibel sich mit seinem Namen offenbart. Dass Gott sich mit seinem Namen offenbart, zeigt uns, dass Gott keine namenslose höhere Kraft ist, sondern ein persönlicher Gott, den man kennenlernen kann, der zu uns spricht und den wir auch beim Namen anrufen können. Erst wenn wir den Namen von jemandem kennen, das ist auch bei uns Menschen so, kennen wir die Person. Erst wenn sie sich uns mit Namen vorstellt, können wir anfangen, die Person kennenzulernen. Ein Name sagt in der Bibel viel über jemanden aus. Es ist nicht nur eine Etikette, sondern zeigt uns das Wesen einer Person. In der letzten Predigt ging es um den ersten Namen Gottes in der Bibel, nämlich den Namen Elohim, welcher in unseren deutschen Bibeln einfach mit Gott übersetzt wird. Elohim ist ein Wort, welches eigentlich im Plural in der Mehrzahl steht und trotzdem stehen die damit verbundenen Verben immer im Singular. Das weist uns bereits auf ein Geheimnis in Gott hin, das uns dann erst im Neuen Testament klarer offenbart wird. Gott ist einer und trotzdem nicht allein. Der Name Elohim ist also ein Hinweis auf das Wesen Gottes, auf seine Dreieinigkeit. Er ist in sich Beziehung. Elohim offenbart uns Gott als den Gott der Beziehung und des Bundes. Gott ist der, der in sich Liebe ist und uns Menschen mit Liebe und Treue begegnet. In der heutigen Predigt geht es um den zweiten Namen Gottes, der uns in der Bibel offenbart wird, nämlich Jahwe, der in unseren Bibeln mit Herr übersetzt wird. Dieser Name wird zuerst Mose beim brennenden Dornbusch offenbart. Mose hütet seine Schafe und plötzlich begegnet ihm der lebendige Gott in einer Flamme aus dem Dornbusch. Obwohl der Busch brannte, verbrannte dieser nicht. Das ist bemerkenswert, denn aus unserer Erfahrung wissen wir, Feuer braucht Brennstoff, um zu brennen, und dieser Brennstoff wird verbrannt. Das ist immer so. Das ist ein physikalisches Gesetz in dieser Welt. Aber der Gott, der sich hier Mose offenbart, ist ganz anders als alles, was es auf dieser Welt gibt und was wir aus unserer Erfahrung herleiten könnten. Der Gott, der sich in dem brennenden Dornbusch offenbart, steht über allen weltlichen Bedingungen. Er ist nicht an diese Welt gebunden. Er steht über der Welt. Diese Welt ist vergänglich, Gott aber ist der Ewige. Er ist von nichts und niemandem abhängig. Er existiert einfach und er hat schon immer existiert. Er ist unfassbar, unendlich und geheimnisvoll. Er ist einfach. Der brennende Dornbusch, der doch nicht verbrennt, weist uns auf Gottes geheimnisvolles, ewiges, heiliges und unabhängiges Wesen hin. Und auch der Name weist uns auf sein Wesen hin. Sein Name ist Jahwe,
der Gott der Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Jahwe kommt von der hebräischen Wurzel für das Wort Sein und bedeutet, er wird sein. So stellt sich dieser Gott vor, ich werde sein, der ich sein werde. Der geheimnisvolle Gott offenbart also seinen Namen, aber sein Name bleibt geheimnisvoll. Er lässt sich nicht definieren, denn er ist der Undefinierbare. Und trotzdem, Jahwe offenbart sich als der Gott der Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Obwohl Jahwe der ganz unabhängige, ewige und geheimnisvolle Gott ist, ist er doch der Gott, der sich den Menschen naht, ihnen begegnet, sich auf ihre Seite stellt. Er ist der Gott der Menschen, und zwar nicht von Mächtigen und Königen, sondern von einfachen Menschen eines versklavten Volkes. Er ist der Gott der einfachen Menschen, weil er die Menschen liebt. Jahwe ist der ewige, undefinierbare Gott, und doch ist Jahwe der Gott, der ein versklavtes Volk in die Freiheit führt. Er ist der Gott, der sich auf die Seite der Schwachen und Unterdrückten stellt. Das sehen wir auch schon in seinem Namen. Das hebräische Wort für Sein, Haya, ist ein sogenanntes enklitisches Verb. Das tönt jetzt unglaublich kompliziert, die Erklärung ist aber sehr einleuchtend. Ich kann zum Beispiel sagen, ich arbeite, Punkt. Da kann ich einen Punkt machen. Ich kann sagen, ich spreche, da kann ich einen Punkt machen. Ich singe, Punkt. Ich umarme, kann ich aber nicht sagen mit einem Punkt. Das ist eben ein sogenanntes enklitisches Verb, das heißt, das ist so zuwendungsorientiert auf einen Adressaten, dass ich den Adressaten nennen muss. Ich umarme dich, Punkt. Ich küsse dich, Punkt. Es gibt aber auch negative, ich verurteile, da kann ich keinen Punkt machen, ich verurteile ihn, Punkt. Und dieses hebräische Wort Sein, ich bin, ist im Hebräischen im Unterschied zur unseren Sprache eben enklitisch. Ich bin, also Jahwe bedeutet ich bin, und eben nicht Punkt, sondern ich bin im Blick auf dich, ich bin für dich da. Das heißt Jahwe. Wie er auch zu Mose sagt, ich will mit dir sein. Dieser Name ist zuwendungsorientiert. Das sieht man auch ganz stark bei Jesus, wie er sich den Menschen zuwendet. Sein Name ist ja auch Immanuel, Gott mit uns. Also der Name Jahwe heißt, ich bin für dich da. Ich bin mit dir. Das ist mein Name, das ist sein Wesen. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist eine Genitivbildung, ich bin der Gott des. Das heißt, Gott nimmt in seinen eigenen Namen den Namen von Menschen auf. Er nennt sich nach ihnen. Und er sagt, dass das sein Name auf ewig ist. Das ist sein Wesen. Er ist für die Menschen da und er bleibt ihnen treu. Jahwe ist also der ewige, von niemandem und nichts abhängige Gott und trotzdem ist er der Gott, der für uns ist und sich uns zuwendet. Alles hört auf, alles ist vergänglich, außer eines, nämlich Gottes Name und Gottes Treue. Und das ist auch unsere Hoffnung, denn er ist der Gott, der für uns da ist. Er wird der sein, der er sein wird, und er wird mit uns sein. Die klare Offenbarung von dem Jahwe-Gott sehen wir dann bei Jesus im Neuen Testament. Jesus nimmt genau dieselben Worte wieder in den Mund, wenn er sagt, ich bin. Ehe Abraham wurde, bin ich.
Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock. Dieses Ich bin aus dem brennenden Dornbusch, dieser Jahwe-Gott, der mit uns ist, begegnet uns in Jesus. Bei der Offenbarung des Gottesnamens Jahwe beim brennenden Dornbusch lesen wir nämlich von dem einen Gott, aber auch von dem sogenannten Engel des Herrn. Am Anfang der Bibelstelle steht: Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und kurz darauf heißt es: Gott rief aus dem Busch. Das heißt, dieser Engel des Herrn und Gott scheinen identisch zu sein und trotzdem unterschiedlich. Dieser Engel des Herrn ist ein Hinweis auf Jesus, dem Sohn Gottes. Jesus ist die endgültige Offenbarung dieses Gottes, der von sich sagt, dass er sein wird, der er sein wird. Kommen wir nochmals zurück zum brennenden Dornbusch. Feuer ist lebenswichtig wegen der Wärme, aber einem Feuer kommt man besser nicht zu nah, sonst wird es gefährlich. So ist es auch bei Gott. Er schenkt alles Leben, aber wir Menschen können als Sünder einem solch heiligen Gott eigentlich nicht zu nahe kommen. Aber durch Jesus, durch das, dass er unsere Sünde auf sich nahm, gibt er uns Zugang zu diesem Gott. Jahwe ist nämlich der heilige, gerechte Gott, der das Unrecht bestraft. Jahwe ist aber so vollkommen gerecht, dass er das Böse nicht nur bestraft, sondern dass er den Sünder sogar gerecht macht. Das macht er, indem er die Sünde in Jesus auf sich selber nimmt, damit er in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit trotzdem und für immer mit uns sein kann. Fassen wir also kurz zusammen, was wir bisher zusammen angeschaut haben. Die beiden ersten Namen Gottes, die uns in der Bibel begegnen, sind Elohim, was auf Deutsch mit Gott übersetzt wird, und Jahwe, was mit Herr übersetzt wird. Während Elohim uns bei der Erschaffung der Welt begegnet und uns zeigt, dass Gott ein Gott der Liebe, der Treue und des Bundes ist, begegnet Jahwe Mose beim brennenden Dornbusch und zeigt uns, dass Gott der Herr, der ewige, heilige, gerechte, von nichts und niemandem abhängige Gott ist, und trotzdem ist er der Gott, der sich seinen Menschen zuwendet und mit ihnen ist. Klar, Jahwe und Elohim ist ein und derselbe Gott. Und dennoch zeigen die beiden Namen unterschiedliche Aspekte des Wesens Gottes auf. Ich persönlich interpretiere die beiden Namen so, dass Elohim derjenige ist, der flüstert, und Jahwe ist derjenige, der ruft. Wie meine ich das? Nun, Elohim ist der Schöpfergott. Er hat als Schöpfergott die Welt erschaffen und gibt allen Menschen das Leben. Fast alle Menschen glauben ja irgendwie an Gott, an irgendeinen Gott, an eine höhere Macht oder wie sie es auch nennen. Elohim, der allen Menschen das Leben gab, flüstert in das Leben eines jeden Menschen, und darum haben fast alle Menschen eine Ahnung davon, dass es einen Gott geben muss. Darum sagen auch viele Menschen, sie ahnen, dass es einen Gott gibt, wenn sie zum Beispiel die Schönheit der Natur oder die Größe des Sternenhimmels bestaunen. Gott flüstert. Die meisten von ihnen kennen diesen Gott aber noch nicht. Jahwe hingegen ist der Gott, der sich Menschen zuwendet und sie ruft. So wie Jahwe aus dem brennenden Dornbusch Mose ruft. Er beruft Mose. Jahwe ist der Gott, der sich den Menschen aktiv zuwendet. Er ist auch der in Jesus sich den Menschen zuwendet und sie als der gute Hirte zu sich ruft und sie hören seine Stimme. Das ist die zweite Geburt,
die Berufung, wenn wir den Ruf des Herrn vernehmen, wenn wir den, der uns das Leben geschenkt hat, auch wirklich kennenlernen und uns entscheiden, ihm nachzufolgen. Darum lesen wir im Neuen Testament auch von der sogenannten Wiedergeburt. Das ist der Moment, in dem Gott, der uns als Schöpfer das Leben geschenkt hat und schon immer zu uns geflüstert hat, zum Herrn unseres Lebens wird und uns in Jesus zu sich ruft. Also zusammengefasst, Elohim ist der Schöpfergott, der flüstert, und Jahwe ist der Herr, der uns ruft und sich in Jesus uns zuwendet und der Herr unseres Lebens wird. Der nächste Name, den ich heute in einer Woche mit euch anschauen möchte, ist El Shaddai und wird in unseren Bibeln mit der Allmächtige übersetzt. Dieser Name trägt eine ganz besondere Überraschung in sich, da er etwas von der mütterlichen Seite Gottes offenbart, eigentlich passend zum heutigen Muttertag. Aber wie gesagt, das schauen wir uns heute in einer Woche an. Ja, liebe Gemeinde, für heute komme ich zum Schluss. Gottes Name Jahwe zeigt uns, dass er uns zu sich ruft. Und wir können auch heute wie Moses, der sich dem brennenden Dornbusch nähert, nichts Besseres machen, als zu sagen: Ich will hingehen und sehen. Amen.
Wir beten. Guter Gott, himmlischer Vater, am heutigen Muttertag bitten wir dich besonders für alle Mütter. Wir danken dir für alle Mütter, durch die du diese Welt mit so viel Liebe, Glauben und Fürsorge beschenkst. Segne du alle Mütter in ihren Aufgaben und Herausforderungen. Stärke du sie und gib ihnen das, was sie brauchen. Wir bitten dich für Mütter in besonderer Not, sei dies materiell oder seelisch. Wir bitten dich, dass du ihnen beistehst und ihnen hilfst. Wir bitten dich für alle alleinerziehenden Mütter, dass sie erfahren dürfen, dass sie nicht allein sind. Wir bitten dich für werdende Mütter, die vielleicht überfordert sind, dass du ihnen Mut und Hoffnung schenkst. Wir bitten dich für Mütter, die ihr Kind verloren haben und für alle Menschen, die ihre Mutter verloren haben, vielleicht viel zu früh. Schenke du ihnen deinen Trost. Wir bitten dich, Herr, für alle, für die Väter, Männer, Frauen, Kinder, Söhne und Töchter, dass du immer wieder Versöhnung, Verständnis und Liebe schenkst mit deinem Geist, mit deinem Wort und deiner Gegenwart. In einem Moment der Stille bringen wir unsere persönlichen Anliegen vor dich. Alle ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten nehmen wir hinein in das Gebet, das dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt. Zusammen singen wir nun das Lied von guten Mächten. Der Text seht ihr hier vorne.
Am vergangenen Montag nahmen wir Abschied von Lydia Hari Hari. Sie kam am 2. Oktober 1926 auf die Welt und ist am 29. April gestorben. Sie war verwitwet und zuletzt wohnhaft an der Hirzboden-Pottstraße 16. Der Trauergottesdienst wurde von der Gemeinde für Christus abgehalten. Am vergangenen Dienstag nahmen wir zuerst auf dem Friedhof im Familienkreis und dann am Nachmittag in der großen Gemeinde hier in der Kirche Abschied von Rosmarie Schramz-Hilfiger. Rosmarie war mit Gotti verheiratet und lebte mit ihm an der oberen Bodenstraße 3. Sie wurde am 9. Mai 1947 geboren und ist am 29. April gestorben. Am vergangenen Freitag nahmen wir Abschied von Gotthilf Kurzen-Pieren. Der Trauergottesdienst wurde von der evangelisch-methodistischen Kirche abgehalten. Gotthilf war mit Ruth verheiratet und zuletzt wohnhaft an der Außerschwanstraße 1. Er kam am 1. Februar 1932 auf die Welt und ist am 5. Mai gestorben. Möge Gott allen, die um Lydia, Rosmarie und Gotthilf trauern, seinen Trost schenken und die Gewissheit, dass unser Herr Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist und dass uns nichts, ja nicht einmal der Tod, uns von seiner Liebe trennen kann. Und uns alle lehre Gott bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Am Donnerstag ist Auffahrt und da findet um 10 Uhr hier in der Kirche Gottesdienst statt mit meiner Pfarrkollegin Madeleine Koch. Am Samstag um 7:30 am Abend findet der TIPEX Jugendgottesdienst in der FMG Außerschwand statt. Und dann am Sonntagmorgen findet hier wieder Gottesdienst mit mir um 10 Uhr statt. Letzten Sonntag wurden für das Hilfswerk Herz für Kinder 833 Franken zusammengelegt. Vielen Dank für eure Großzügigkeit. Die Kollekte für heute ist bestimmt für ein Projekt der OMF namens Nampu Fountain. Nampu Fountain wurde gegründet, um Frauen und Mädchen, die durch Schwangerschaft in Not und Konflikte geraten, zu unterstützen und zu begleiten. Es werden Lösungen gesucht, damit das werdende Kind leben darf, nach Möglichkeit unter Einbezug von Partner und Verwandten.
Die Beratung umfasst auch Ernährung und Gesundheit der werdenden Mutter sowie Information und Schulung über die embryonale Entwicklung, Geburt und Familienplanung. Danke für all eure Gaben. Nun danke ich allen, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben, Esther Giger an der Orgel, Franziska Pieren am Livestream und Albert Schranz für den Sigristendienst. Vor dem Segen singen wir zusammen das Lied unter der Nummer 350 im Gesangbuch »Es segne uns der Herr«. Gerne könnt ihr zu diesem Lied und zum anschließenden Segen aufstehen und dann das Ausgangsspiel wieder sitzend hören. Lied 350 »Es segne uns der Herr«. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.